Ja, ist denn heute schon Weihnachten oder was? Wir feiern jetzt schon mal die Corona ist vorbei Party. So hat man den Eindruck dabei. War am Montag noch Untergang durch die Delta-Variante. Am Dienstag hat man sich's anders überlegt, aber es waren nur die Aktienmärkte, die hausierten. Es waren nicht die Anleihen, die das Ganze mitgemacht hatten. Es war nicht der Dollar. Heute folgen die Anleihen, die Renditen gehen nach oben, der Dollar wird schwächer und wir sehen, dass die zyklischen Aktien, die Reopening-Aktien jetzt deutlich zulegen, während die Deflations-Assets, also Tech, ein bisschen hinterherhinken. Ja, das ging schnell, Montag Untergang, Dienstag, wir machen Party, wissen aber noch nicht so genau warum, aber heute weiß man, warum man Party machen will. Es ist ja meistens so, man macht eine Party, wenn es sich halt ergibt, gell, und es hat sich jetzt ergeben. Es hat sich natürlich deswegen ergeben, weil viele abgesichert waren, weil viele Short waren, die dann gerechnet hatten mit einem saisonal ungünstigen Verlauf, auch nach dem kleinen Verfall, den wir am Freitag gesehen hatten. Aber schauen wir uns mal einen Chart an, der so ein bisschen die Stimmung vielleicht auf den Punkt bringt. Wir sehen in Spanien, die Corona-Infektionszahlen schießen nach oben, aber die Hospitalisierungen nicht. Und da hat man ja jetzt ein bisschen umgesteuert, auch zuletzt von der deutschen Politik, die sagt, also gut, Corona ist das eine, aber die Hospitalisierungen, die sind das andere. Jetzt könnte man einen anderen Chart zeigen, etwa aus UK, also Großbritannien, wo man sieht, dass die Hospitalisierungen nach oben gehen. Nicht dramatisch nach oben gehen, immer noch auf einem niedrigen Niveau sind, aber sie gehen eben nach oben. In Spanien gehen sie noch nach unten und die Grundfrage wird sein, bleibt das Ganze so? Werden wir also weiter hohe Fallzahlen haben und es ist damit zu rechnen, vor allem in Deutschland damit zu rechnen, dass die Fallzahlen jetzt massiv steigen werden. Heute hat Spahn eine Zahl rausgehauen, die ziemlich erschreckend ist, aber es könnte so kommen und dann sagt man sich, okay, aber solange das nicht wirklich ausufert in eine Überlastung des Gesundheitssystems, dann machen wir einfach weiter. Das ist die Logik. Dementsprechend wird die Wirtschaft nicht wirklich nochmal zugesperrt, kein weiterer Lockdown, dementsprechend Reopening Story am Laufen. Schauen wir uns mal die Commodities an. Rohstoffe profitieren heute. Wir sehen, dass der Ölpreis massiv nach oben geht, obwohl die Lagerbestände deutlich üppiger waren. Heute die Daten ja zu den Öllagern als erwartet. Wir sehen, dass Kupfer wieder steigt, also Inflation, Reflation, wie auch immer man es bezeichnen will. All das geht heute nach oben. Und die Rohstoffe steigen, obwohl diese ganze Infrastrukturgeschichte in den USA, naja, ein bisschen schwierig ist. Schumer wollte heute abstimmen lassen, jetzt haben die Republikaner gesagt, kann er machen, aber er wird damit keine Chance haben. Wir verschieben das mal auf nächste Woche. So ist derzeit Stand der Dinge. Also von Seiten der Politik kommt jetzt erstmal keine Unterstützung eigentlich für die Rohstoffe, für den Reflationstrade, aber die Märkte sind nicht wählerisch, wenn es darum geht, mal eine Party zu feiern. Insgesamt ja doch eine sehr gute Berichtssaison in den USA, 85%. Haben jetzt berichtet oder liegen über der Erwartung. 10% der S&P 500 Unternehmen haben jetzt berichtet. Man hat die Erwartungen vorher angehoben, aber insgesamt, wenn man sich die Umsätze anschaut, die sind nicht gestiegen im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir sehen auch, dass die Gewinne pro Aktie nicht wirklich gestiegen sind. Aber wie gesagt, man macht halt Party. Es wird nach den Gründen nicht gefragt, aber wir haben natürlich eine ordentliche Berichtssaison. Aber die wird natürlich jetzt dann dafür sorgen müssen auch, dass die Marktbreite wieder kommt. Und das haben wir jetzt zuletzt gesehen. Wir hatten in der letzten Woche noch mit Anstieg von Tech ja die wenigen Großen, die die Märkte nach oben gezogen haben, also eine Apple, eine Microsoft, während mehr als 50% der S&P 500 Aktien unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt handelten, mithin also nicht in einem Aufwärtstrend waren. Jetzt sehen wir, kommt die Marktbreite zurück. Es sind die vielen Aktien jetzt, die jetzt zulegen können, Industrials, Materials, Finanzwerte, Energiewerte, während nur Tech so ein bisschen zurückbleibt und einige defensive Sektoren. Das muss sich drehen, damit wir hier wirklich eine gute Marktbreite bekommen, damit die Rallye vielleicht ein bisschen weitergehen kann. Jetzt haben wir nächste Woche ja die großen 6 Tech-Companies, die berichten werden. Und wir sehen, was die ausmachen alleine. Eine Apple ist über 11% im Nasdaq 100, über 6% beim S&P 500. Eine Microsoft über 10% beim Nasdaq 100, knapp 6% im S&P 500. Also da wird richtig was bewegt. Da wird ungefähr ein Viertel der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500, des mit Abstand marktschwersten Index der Welt, wird da bewegt.
Also da wird es dann zur Sache gehen. Es kann passieren oder könnte passieren im Worst Case, dass man sagt, ja, okay, die Zahlen sind toll, aber wir verkaufen jetzt trotzdem mal, dann würden die großen Tech-Werte fallen, die anderen würden weiter vielleicht steigen wegen Reopening-Fantasie, aber die Indizes würden dann wahrscheinlich trotzdem fallen. Also die Welt ist ausreichend verrückt. Jetzt sehen wir hier mal die Vergleiche zwischen den verschiedenen Aktienmärkten auf CAPE-Basis, also inflationsbereinigtes Case-Shiller. KGV, das Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre, und wir sehen, die Amerikaner sind mit Abstand am teuersten. Dann kommt Nordamerika, dann kommt Indien interessanterweise, ganz unten Pakistan und Argentinien, also so die Superburner-Länder. Und Deutschland ist um und bei in der Mitte, also Deutschland ist nicht so wirklich teuer im Vergleich zu den Amerikanern. Und der DAX müsste eigentlich ja auch profitieren von dieser Reopening-Story, weil es sind ja die klassischen Werte, die zulegen können. Also die Industriesektor etc., all das, wo der DAX ja gut bestückt ist, aber er ist nach oben gegangen, klar, aber wir sehen jetzt eben noch lange nicht neue Höchststände etwa, wie wir sie in den USA jetzt fast schon wieder haben. Der FTSE in Großbritannien sehr, sehr stark heute. Und jetzt ist die Frage, sehen wir im Jahr 2021 überhaupt nochmal eine 5%-Korrektur? Das hatten wir nur in ganz wenigen Jahren, dass es so etwas nicht gab. Wir haben am Montag diesen Abverkauf gehabt. War schon heftig, aber eben nicht fortgesetzt. Wir hatten dann mal, ich glaube im März war es eine 4-irgendwas-Prozent-Korrektur, aber wir haben nur 1958, 64, 1993, 95, 2017 zuletzt Jahre gehabt, wo es nicht eine 5%-Korrektur gab. Mal schauen, ob es so bleiben wird. Und jetzt ist die Frage mit der Inflation. Und das war ja lange auch eine Sorge der Märkte. Und wir haben jetzt ja die Earnings Calls der Firmen im S&P 500, die ihre Zahlen vorgelegt haben. Und 87% davon haben Inflation erwähnt in ihren in Conference Calls, also in den Calls mit den Analysten. Also das ist eine überragende Zahl. Es sind übrigens die Mieten in den USA im Mai alleine um 6,6% zum Vorjahresmonat gestiegen. Also da ist schon etwas Dauerhafteres der Fall, wie es aussieht, alleine durch die Mieten. Und wir haben jetzt auch die Situation, und das ist wahrscheinlich sehr verräterisch, die Fed kauft vorwiegend jetzt inflationsbesicherte Anleihen im Rahmen ihres QE. Wir sehen, dass das Volumen hier deutlich ansteigt. Sie besitzt jetzt aktuell 22% dieser inflationsbesicherten US-Staatsanleihen. Und die Frage ist, warum macht sie das? Entweder weil sie selber mit Inflation rechnet, also ihr ganzes Geschwätz mit Transitory selber nicht ernst nimmt. Man soll die Leute ja immer an ihren Taten bemessen und nicht an ihren Worten. Und die Taten sprechen dafür, dass die Fed die Inflation sehr wohl sehr ernst nimmt. Aber wie Ottavio Costa hier vermutet, man will die Kontrolle über diese inflationsbesicherten Anleihemarkt behalten, will den dominieren. Nun ist es so, wenn ich Tipps kaufe, also wenn ich eine inflationsbesicherte Anleihe kaufe, dann lässt das normalerweise die Inflationserwartungen steigen. Also auch das ist irgendwie schwierig für die Fed, weil sie will ja eigentlich nicht, dass die Inflationserwartungen steigen, weil sie reagiert traditionellerweise auf einen Anstieg der Inflationserwartungen und müsste dann eher die Geldpolitik straffen, was man ja nicht unbedingt will. Also das ist schon eine lustige Geschichte. Und es steigen nicht nur Rohstoffe, es steigen zyklische Aktien, es steigt heute auch mal wieder Bitcoin. Und das liegt auch daran, nicht nur, aber auch daran, dass heute jetzt eine Konferenz läuft mit Elon Musk, Cathie Wood und Jack Dorsey von Twitter, die über Bitcoin diskutieren. Mehr Institutionelle sollen Bitcoin adaptieren, so der Tenor. In Vorfreude darauf ist Bitcoin schon gestiegen. Man war natürlich auch im kurzen Zeitfenster ein bisschen überverkauft. Und apropos Bitcoin, meine Damen und Herren, morgen 18.30 Uhr, da geht es rund, das will ich schon mal versprechen. Da wollen wir uns ein bisschen boxen mit Marc Friedrich. Der wird Teil der Sendung sein. Der Crash kommt er nie, morgen 18.30 Uhr. Da werden wir eine Geschichte der Crashes mal präsentieren und zeigen, worauf kommt es eigentlich an. Bei Crashes, sind Crashes grundsätzlich schlimm oder manchmal nicht so schlimm? Und ich denke, das ist für jeden interessant, zumal da sicherlich Sprengstoff ist mit dem Bestsellerautor Marc Friedrich, der ein Fan von Bitcoin ist. Darüber werden wir sicherlich sprechen. Ich packe den Link nochmal unter das Video. Den bitte in Ihrem Browser
schon mal öffnen, damit Sie da dabei sind. Denn das, davon verspreche ich mir sehr viel und ich glaube, ich kann dieses Versprechen halten. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Abend und sage Servus und Ciao.